Verdammt, also wer hat es den Knirpsen erzählt? Wir sprechen nicht allzu viel miteinander. Wie immer Sie es auch erfahren haben, Sie sind hier. Hey, vergesst nicht, wir sind maskiert. Sie haben nicht den blassesten Schimmer. Wenn wir nicht gegen Sie kämpfen, könnten Sie Verdacht schöpfen. Entschuldigt bitte. Sagen Sie, stimmt irgendwas nicht? Oh, nein, nein, nein. Alles in Ordnung. Es könnte nicht besser sein. Ich bin die nicht gerade bescheidenste Arena-Leiterin Prinzessin Powerzone. Wer will als erstes kämpfen? Ich bitte. Du hast zuerst gefragt. Oh, super, danke. Oh, so ein Mist aber auch. Ich könnte schwören, dass ich zuerst gefragt habe. Zuerst möchten wir euch mit den Regeln der Powerzone Arena bekannt machen. Jede Arena hat ihre eigenen Regeln. Ich wette, sie kämpfen 1 gegen 1 oder 3 gegen 3. Cool. Wir kämpfen 1 gegen 1. Wenn ihr Glück habt und die Arena-Leiterin besiegt, erhaltet ihr einen Orden. Jede Arena hat ihre ganz eigenen Orden. Ich würde zu gern sehen, wie ihre aussehen. Ach, wäre es vielleicht möglich, dass wir den Orden sehen, bevor der Kampf beginnt? Wir haben gerade unseren letzten vergeben. Und ich habe noch keine fälschen können. Nur keine Angst. Ich bin der glückliche jüngere Bruder von Prinzessin Powerzone. Ich kann eure Neugier befriedigen. Die Orden der Powerzone. Wie bescheuert. Die Kronkorken müssen von meiner Limonade sein und die schmeckt jetzt wie eingeschlafene Füße. Das sind Arena-Orden? Sie sind etwas ursprünglich. Oh ja, das würde ich auch sagen. Entschuldigung, aber ich finde eher, die sehen aus wie vergammelte Kronkorken. Wie kannst du es wagen, so über die königlichen Kronen der Prinzessin herzuziehen? Dieser Glanz, Glitzer und dieser Glitter. Und auf jede einzelne gibt es 5 Cent Pfand. Oh, Backe, nein. Ihr Kids wisst es einfach nicht zu schätzen, was ein wirklich gutes Design ausmacht. Soweit wäre jetzt alles geklärt. Seid ihr bereit? Jawohl. Ich bin soweit. Minnie, mit deiner hinreißenden Schönheit musst du einfach diesen Kampf gewinnen. Wenn nur die Schönheit zählt, werde ich gewinnen. Da irrst du dich, Minnie gewinnt. Oh, Schiedsrichter. Wer, ich? Mal sehen. Die Herausforderin ist bestimmt nicht so ein großes gesundheitliches Risiko wie unsere schlagkräftige Prinzessin, wenn sie verliert. Die Antwort ist daher so klar wie die ungebrochene Nase in meinem Gesicht. Die Arena-Leiterin hat gewonnen. Na, 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 na. Sag mal, Ash, laufen Arena-Kämpfe immer so ab? Was für ein Schiedsrichter ist das? Ein Charmanter. Der Kampf beginnt. Los, Glibunkel, gib Stachel. Scherox, ausweichen mit Ruckzucki. Wow, super. Es ist irrsinnig schnell. Scherox, Schlitzerattacke. Wahnsinn, gut gemacht, Scherox. Scherox. Oh, klar. Scherox wollte wohl keine Zeit verschwenden. Oh, das bedeutet, ich habe gewonnen. Ist das richtig, ja? Glibunkel kann nicht mehr. Nicht mehr. Glibunkel, jetzt reiß dich zusammen. Dieser Stimme widerstehen. Wie bitte? Diese Arena-Leiterin hat ganz schön was drauf. Der Schiedsrichter ist eine Pflaume. Der weiß auch nicht so richtig, was er will. Na schön, dann wollen wir doch mal sehen. Glibunkel, Giftstachel, los! Glibunkel! Los, Scherox, ausweichen! Scherox! Noch einmal! Scherox! Bringen wir die Sache zu Ende. Gifthieb! Glibunkel! Scherox kann nicht mehr weiterkämpfen. Prinzessin Powerzone hat gewonnen. Das bin ich. Übung.